Was haben wir hier? Kennen wir alles schon? Die Schüssel. Grundlagen der Alchemie. Mais. Gut, hier haben wir eine Holztür. Gehen wir mal rein. Halt, da sind Tränke drin. Da ist nichts. Ein Gold! Chronischer Bericht 2, den haben wir schon. Sehr lecker. Aber vielleicht haben wir ihn noch nicht im Original, sondern nur gestohlen. Deswegen nehme ich mal mit. Unmöglich. Okay. Ja, hallo. Hallo. Ich möchte speichern, aber nicht den automatischen Spielstand. Theoretisch müssten wir das eh nehmen können. Ja. Können wir alles mitnehmen. Gruß euch. Wie geht? Fantastisch. Danke der Nachfrage. Endlich mal gute Neuigkeiten. Ich bin Ailonvi. Ich bin nur eine Beschwörerin, aber Orintur ist ein vollständig ausgebildeter Magier. Ist er nicht wunderbar? Wie du meinst. Bitte, los schon. Kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Naja. Oh, ich hätte gerne... Warte, erstmal feilschen. 49, 89, nehmen wir 69. Nehmen wir die Alkanet-Blume. Sehr schön. Ein Apfel. Günstiger bekommen. Eine Birne. Flachsamen. Ginkgo-Blatt. Da habt ihr ein Sch. Dann nehmen wir jetzt den Hammel. Das ist ein. Hundsrute. Meine Hundsrute. Gute Stapler und Rötlings. Ihr müsst mir schon ein Bett. Schade. Das war viel zu. Ein Herr. So, den Rest kaufen wir jetzt einfach alles leer. Dieses. Ihr seid. Sie hat sehr viele Zutaten. Das gefällt mir. Dies. Er. Da. Süßkuchen, lecker. Ein. Na? Es war mir eine Freude. Dies. Hast du leere Steine? Ja, leere Steine würde ich auch günstiger mitnehmen. Günstiger bekommt ihr es nirgends. Aber nur leere. Ihr günstiger bekommt ihr es nirgends. Okay, das war's. Beehrt uns bald wieder. Chardinal. Es erscheint vielleicht lächerlich, aber unsere Liebe ist der wichtigste Bestandteil der gesamten Schöpfung. Orintur und ich verbringen unsere gesamte Zeit zusammen, so wie es die Hochelfen tun. Empfehlung. Das wäre dann Falkars Verantwortung. Viel Glück. Oh, Magigel. Orintur gibt nicht gern an, aber niemand kann solche Reflexionszauber wirken wie er. Vielleicht bringt er euch etwas bei, wenn ihr ausreichende Fertigkeiten habt. Vielleicht. Gerüchte. Nicht nur hat die Magiergilde die Praxis der Totenbeschwörung in ihren Reihen verboten, sondern sie weigert sich auch, mit Leuten zu tun zu haben, die sie offen praktizieren.
Wiedersehen. Ich bin zu schwer. Fantastisch. Wiedersehen. Falco. Okay. Auch ihr. Die Zahn. Ich bin die Zahn. Magier. Aus der Magiergilde. Für euch? Selbstverständlich. Wissen ist Macht. Dieser Charakter kann euch nicht mehr beim Trainingsfortschritt helfen. Über Veränderung. Trainerfertigkeit Lehrling. Unseres auch Lehrling. Chardinal. Sie ist in Ordnung. Also die Gilde hier. Das wolltet ihr doch wissen, oder? Sie ist gut. Mir geht es hier sehr gut. Nochmal, Chardinal. Sie ist in Ordnung. Also die Gilde hier. Das wollt... Haben wir ja gerade gehabt. Okay, jetzt ist auch grau. Empfehlung. Ich fürchte, darüber müsst ihr mit Falkar sprechen. Magiergilde. Unsere Halle bietet in Sachen Ausbildung nicht viel. Ich kann einige einfache Veränderungsfertigkeiten unterrichten. Das ist aber auch schon so ziemlich alles. Gerüchte. Erzmagier Traven ist der Erste, der solch eine harte Linie gegen die Totenbeschwörung führt. Es ärgert eine ganze Menge Leute. Lebt wohl. Urwin. Schönen Tag. Wünsche ich dir auch. Bitte, los schon. Chardinal. Um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass wir in der Gildenhalle von Chardinal gute Leute beisammen haben. Es fehlt uns an einer Führungspersönlichkeit und die einzelnen Mitglieder sind nicht besonders gut ausgebildet. Na bravo. Empfehlung. Das liegt in Falkars Verantwortung. Er nimmt das sehr ernst. Magiergilde. Nur Magier, die Empfehlungen von allen örtlichen Gildenhallen bekommen haben, kommen in die geheime Universität. Das ist eine gute Regelung, finde ich. Gerüchte. Bei der Magiergilde läuft eigentlich alles wie gehabt, aber wir haben seit der Ächtung der Totenbeschwörung ziemlich viele Mitglieder verloren. Haltet eure Magieausrüstung immer aufgeladen. Ah, okay, wir könnten aufladen. Nein. Dafür haben wir unsere Seelensteine. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Halt, war da noch was? Nein. So. Treibond der Rotwardone. Ich bin Treibond der Rotwardone, Gelehrter der Magiergilde. Überrascht? Es stimmt, in der Magiergilde gibt es nicht viele Rotwardonen. In Hammerfell mögen wir Zauberer nicht besonders. Zauberer stehlen Seelen und vergiften die Gedanken. Wer Magie verwendet, ist entweder schwach oder böse. Meine Familie hieß meinen Berufswunsch nicht gut, deshalb musste ich zur Ausbildung nach Cyrodiil kommen. Ich gebe zu, ich habe nach wie vor große Vorurteile gegen Nekromantie, Beschwörung und Illusion. Es ist einfach falsch, die Überreste oder Seelen der Toten zu entweihen. Und ich fühle mich nicht wohl dabei, die Gedanken anderer zu manipulieren oder mich mit den Daedra einzulassen. Ist doch okay? Lasst euch Zeit. Mag er nicht, mag er, mag er nicht, mag er. Also die beiden mag er. Ich wünschte, ich könnte das auch sagen. Eine. Wo habt ihr den her? Das ist gut. Was? Der ist klasse. Wie geht er nochmal? Ihr seid gut. Chardinal. Ich kann hier nur sehr langsam aufsteigen. Angesichts meiner Vorbehalte gegen bestimmte Arten der Magie habe ich nur sehr geringe Chancen auf eine Beförderung. Daedra-Kulte. Daedra-Kulte sind natürlich nicht unbedingt böse. In der Nähe von hier, in Morrowind, beten sie Daedra zum Beispiel im Tempel an. Zum Beispiel der Asura-Schrein nördlich der Stadt, Richtung Ariussee. Ich kenne dort einen Dunkelelfen. An ihm ist nichts Böses dran. Der Typ gefällt mir. Er mag die Daedra nicht, aber er verabscheut nicht die Daedra. Er verurteilt nicht alles als böse. Empfehlung. Ihr müsst eine von Falkar bekommen, wenn ihr könnt. Magiergilde. Wenn ihr die mächtigsten Zaubersprüche sucht, solltet ihr mit Borissian an der geheimen Universität sprechen. Falls ihr eingelassen werdet, natürlich nur. Gerüchte. Seit Traven zum Erzmagier ernannt wurde, ist es bei der Magiergilde nicht mehr wie früher. Alles ist strukturierter, aber jedermann scheint nervös. Ich habe die besten Waren zu den kleinsten Preisen in Cyrodiil. Was hast du denn alles für Zauber? Elektrische Schale. Ah ja, für meine Evolution. Flussweg. Frostschale. Hitzeschale.
Der hat lauter Schalen. Lasst. Geil. Feder. Oh. Aber nein. Ich möchte mich nur umsehen. Fassatmo. Ich werde nichts kaufen, denn ich möchte ihr nur über die Zauberbücher Zauber lernen. Wissen ist der Schlüssel zum Erfolg. Ist so wie wir sind Geselle in Zerstörung. Wow. Es gab irgendwelche Ausnahmen gab es. Mal kurz überlegen. Baltams Einsicht haben wir. Das, die haben wir alle gefunden. Gift. Ich glaube, Gift heilen haben wir uns gekauft. Und Krankheit heilen. Leichte Wunden heilen und Schützen hatten wir von Anfang an schon. Und Lähmung heilen auch, weil das ein Fehlkauf war. Und Seelenfalle, aber das war einfach notwendig. Feuerball hatten wir auch von Anfang an. Anderes Bannen. Naja. Und den Rest haben wir, glaube ich, alles. Stärkere Seelenfalle. Die können wir einsetzen! Ja! Leute, wir können ihn einsetzen. Wir brauchen nie wieder den hier. Super. Seelenfalle für 30 Sekunden. Wie viel hat die? 20. Kostet 88 Mana. Wie viel Mana haben wir? Geht. Seht euch vor. Wer bist du? Orientur. Einen wunderschönen guten Tag. Lasst euch Zeit. Gerüchte. Seit der Ächtung der Totenbeschwörung hat die Magiergilde eine ganze Reihe Feinde mehr. Kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Schild, Wall, Schild, Wand. Aufbündende Berührung. Lasst leicht. Boah, das ist noch besser. Aber können wir noch nicht benutzen. Packesel. Ist noch besser. Schild, Schwere der Welt. Spiegelschloss öffnen. Wache, Ägide. Naja. Kann ich euch etwas... Hatten wir gerade. Auf Wiedersehen. Sehen wir uns mal ein bisschen um. Wir sind zu schwer belastet. Hallo, Gelehrter. Wie schön, euch zu sehen. Rätsel Talaras, Band 5. Gespür für Hunde. Zum Rechten. Suche und die Schachtel. Das unterweist sie anscheinend auch. Der Same. Menschen. Aber sie ist eine anspruchsvolle Lehrmeisterin. Ah. Denkt ihr, das Schicksal von Quatsch könnte sich hier wiederholen? Nein, sie wurden überrumpelt. Die Legion hat sicher alles unter Kontrolle. Auf Wiedersehen. Ja, den nehmen wir auch mit. Graufuchs-Mythos. Ich glaube, das haben wir schon mal gelesen. So, wir können jetzt das denn leider nicht nehmen. Schade. Ich glaube, das haben wir schon mal gelesen, oder? Lesen wir es trotzdem mal. Vielleicht haben wir es doch noch nicht gelesen. The Black Horse Courier. Der Graufuchs. Mensch oder Mythos? Steckt eine sogenannte Diebesgilde hinter all den Diebstählen in der Kaiserstadt? Hauptmann Hieronymus Lex von der kaiserlichen Wache scheint dies zu glauben. Okay, wir haben es doch schon gelesen. Wir haben es gelesen. Falls ihr es noch nicht gekannt habt, dann macht Pause und liest es bitte selbst. Endlich mal gute. So, das wäre das Einzige, was. Lebt wohl. Okay, die auch noch. Ich fühle, dass dies der Beginn einer wunderbaren Freundschaft ist. So, bis auf die Axt da drin haben wir jetzt alles. Sicher. Endlich mal gute Neuigkeiten aus Quatsch. Die letzten Daedra wurden vertrieben. Ist euch auch aufgefallen, dass das Brunnenwasser seit kurzem... Daedra würde uns auch noch sehen, aber jetzt möchte ich erstmal die Sachen wegbringen. Hey! Wie viel Uhr ist das denn? 12? Oh, es ist Mittag. Dann gehen wir einfach nur verkaufen. Gehen wir einfach nur kurz verkaufen, dann können wir die Sachen, die Axt mitnehmen und... Keine Ahnung. Das reicht dann schon.
Einen wunderschönen guten Tag. Seht euch nur um. So, aber jetzt kann ich bei ihr falschen. Jetzt habe ich was für sie zu verkaufen. Zumindest diese Goldnugget. Solche Geschäfte macht. Kettenhandschuhe müsste ich schon haben, also können sie weg. Lederschild habe ich, kann weg. Silberdolch habe ich. Und das war's. Kommt wieder und kauft bei mir ein. Schönen Tag. Hey! Borba Gra Uskash. Wir haben alles für Abenteurer. Ich bin selbst ein alter Abenteurer und ich weiß, was ein Abenteurer braucht. Seht euch meine Waren an. Ich bin sicher, dass ihr etwas findet, das euch interessiert. Da bin ich auch gespannt, ja. So, wir haben einige Tränke neu bekommen. Vielleicht können da welche weg. Das weiß ich nicht. Deswegen sehen wir da jetzt einfach mal nach. Naja, auf jeden Fall kann der weg. Und der? Ein guter Preis. Der auch. Das ist ein echtes Schnäppchen. Feuerschild brauchen wir nicht. Okay. Und noch ein zufriedener Kunde. Wiedersehen. Gehen wir noch nach Hause und räumen die Bücher weg. Ah. Dann sollten wir die Axt nehmen können. Und ich habe immer noch nichts gelesen. Wir haben den Argonischen Bericht 2 tatsächlich doch schon. Azura und die Schachtel. Haben wir noch nicht. Biografie Berenzius 2 haben wir schon, sogar nicht gestohlen. Morgen 2920. Herdfeuer haben wir, aber jetzt haben wir den Morgenstern noch dazu. Der Erst hat auf und der Same. Haben wir beides noch nicht? Die Wolfskönigin, Band 7. Band 3 haben wir nur. Eze Talaras, Band 5. Haben wir, aber der ist gestohlen. Jetzt haben wir den Originalen. Also nicht gestohlen. Sehr schön, dann können die Schlüssel weg. Gut. Ein paar gestohlene Sachen habe ich noch. Und das eine Buch könnte weg, noch weg. Das verkaufe ich noch. Wir haben nur ein... Oh, wow. Wow. Ich glaube, ich schlafe, bis es Nacht ist. Also 8 Stunden. Aber ist was? Ich glaube, ich werde für heute Schluss machen. Wir reisen zum Eistagturm und dann war's das. Dann können wir beim nächsten Mal die Magiergilde machen und treten der Kriegergilde bei. Ich glaube, das geht hier in Chardinal. Und dann haben wir Chardinal auch schon durch. Toll, oder? Dann können wir wieder weiter durch die Wildnis jagen. Oder wir machen vielleicht erstmal ein paar Quests. Ich glaube, wenn wir Chardinal durch haben, möchte ich erstmal die Quests, die wir haben, durchsehen. Ob wir da noch nicht vorher noch welche machen. So, speichern. Wir haben schon über 900 Mal gespeichert. Heftig.
Na gut, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, Leute!